Hallo und herzlich willkommen bei GunTech Austria. Im heutigen Video geht es um das Valterrain, ein Pressluftgewehr im Kaliber 5,5 mm Diavolo mit 60 Joule. Wir haben hier eine Bullpup-Bauweise, das bedeutet, dass bei einer Gesamtlänge von 76 cm die Lauflänge dennoch 60 cm hat. Wir haben hinten ein 10 Schuss fassendes Trommelmagazin, eine Aufnahme für einen Q-Distilling. Der Ladehebel ist tauschbar, den kann man von rechts auf links umbauen. Wir haben einen Single-Action-Abzug. Oberhalb vom Abzug befindet sich die Druckknopfsicherung, über die sich die Waffe sichern lässt oder entsichern. Vor dem Ladehebel haben wir die Quick-Fill-Anbindung. Das bedeutet, die Kartusche muss nicht entfernt werden, wenn man diese laden will. Das passiert im eingebauten Zustand. Wir haben vorne einen integrierten Manometer, welcher anzeigt, wie viel Bar Restdruck noch im Tank ist. Der Lauf ist 60 cm lang, wird von der Firma Lothar Walter produziert. Und an der Mündung haben wir ein 1/2 Zoll 20 Gewinde, wo bereits ab Werk ein Kompensator verbaut ist. Dieser kann, wenn die Berechtigung hierfür natürlich gegeben ist, durch einen Schalldämpfer ersetzt werden. Auf der Oberseite haben wir eine lange Picatinny-Schiene zur Aufnahme von Zielfernrohren und Rohpunktvisieren. In meinem Fall habe ich das Walter 6x42 montiert und auf der Unterseite ist auch eine Picatinny-Schiene, um zwei Beine oder Laserlichtmodule montieren zu können. Der Body besteht aus Polymer. Die Schiene auf der Oberseite wird aus Aluminium hergestellt. Heute verwenden wir die JSB Jumbo Heavy im Kaliber 5,5 mm mit 1,175 Gramm. Im Lieferumfang dabei ist wie gesagt die Waffe mit dem Kompensator, vorne der Füllstutzen, der Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten, die Bedienungsanleitungen sind dabei und verschiedene Sechskantschlüssel. Und nun zum Schusstest.